Absturz geeigneter, ja. Weil diese kleinen Plastikdinger, die hat man ja als großer Hund dann wird Becher sofort umgestürzt. Ne? Hier, darf ich das einfach auspacken? Kann man unterschiedliche Sachen machen, auch für zu Hause. Ja, da komme ich nämlich erstmal. Auch für zu Hause, wenn man irgendwie schlechtes Wetter ist. Das heißt, nimmst du die an. Das ist wirklich ein Krachmacher. Mensch. Wir uns alle mal Arsch. Je mehr du nimmst, desto schwieriger ist es. Schön, ich habe auch schon von der Anzeigeverhalten ganz gut üben. Das heißt, beim Anzeigeverhalten ein ziemlich hochwertiges Leckerchen machen, Beispiel findet, stellst es drauf und hältst ihn fest und guckst mal, was er macht. Angeht. Viele Hunde legen sich dann da ab und gucken, weil man da irgendwie drankommt. Andere Hunde scharren dann mit der Pfote. Bin ich jetzt umstürzt? Dann sag ich, dann musst du es festhalten. Ne? Sag ich dann. Wenn du das ein bisschen hübsch machen möchtest, außer einem glatten Untergrund, kannst du das ein bisschen herkriegen. Einmal ist das nicht nur Pfote, sondern du hast eine Beschäftigung, weil viele Hunde folgen dem Bottich. Die sind nicht doof. Die wenn es oft genug ist, ist es immer schwieriger. Und die riechen das natürlich. Ne? Hier hast du jetzt eine große. Tja, ist es schwieriger, aber es kommt trotzdem genug Geruch von dem Rand von dem Untergrund her. Menschenskinder! Anzeige verhauen. Jetzt muss ich aber auch mal schimpfen. Am besten ihr beide gleichzeitig mit dem Tisch beschäftigt. Gib dir den auch mal in die Hand. Das heißt, ihr macht da einen tollen Keks drunter. Haltet es bitte fest. Gib dir mal so einen tollen Keks drunter. Wir müssen ja mal das Rezept geben. Es gibt kein Rezept. Du nimmst eine Dose Thunfisch, nimmst ein Ei oder zwei Eier und dann haust du dann so viel Mehl rein, bis das so einen Funken ergibt. Ich mach da immer noch Käse mit rein. Na, das fehlt noch. So, also ihr macht da die Belohnung drunter. Und haltet das einmal fest und guck mal, was der Hund macht. Genau, kannst du gerne machen. Wenn das die erste, ich würde noch nicht zu viel erwarten. Manche Hunde riechen da erstmal dran, das würde ich schon mal belohnen. Das heißt, wenn die Nase dahin geht, das ist ja schon ein super Anzeigeverhalten. Das heißt nicht, dass sie jetzt fünfmal ausprobieren. Wenn die nämlich 10 unterschiedliche Sachen machen, dann sind sie ziemlich schnell gefrustet und das tun wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die kleinschrittig arbeiten und dass sie verstehen, was wir vor ihnen möchten und nicht gleich hier damit dann machen. Okay, bist du was du bist? Gibst du mir Kekse? Du willst du mal gar nicht belohnen? Setz dich mal. Marker? Genau. Er ist schon wieder drin. Genau. Weil dann hast du ein Anzeigeverhalten mit der Nase oder mit der Pfote. Das ist hundeabhängig, was die machen. Au! Danke! Das hat jetzt weh. Na! Nimmst du den Jack mal? Okay. Du kannst aber auch zu Hause üben, ob hier irgendwas mit der. Kannst du dich mal setzen? Mehl und Ei. Okay. Du kannst auch gucken, was heißt, ein Hund macht was anderes. Genau. Du hast immer Platz. Ein Hund, der steht, kann was mit der Pfote machen oder der liegt. Als ein Hund. Du müsst immer so ein bisschen ausprobieren, was ihr der Hund kann. Ich warte jetzt gleich mal einen Moment. Und guck mal, was er sonst noch macht. Nase irgendwo dran oder Pfote oder ist es der gleiche Mangel? Ja, sehr gut. Hast du gesehen, die Pfote kam? Ja. Ich lege jetzt den Keks da drunter und wir warten mal. Jack! Und wenn die Pfote guck mal! Ist, dann kannst du einmal markern und dann. Das ist ein Baumstamm. Ja, da war die Tante zu doof, ne? Warte mal. Riech mal ein bisschen mit hier rum, damit die Kamera. Ich weiß, es ist nicht, dass ich irgendwo hier lande, was er jetzt braucht. Okay. Hihi, lass mich.
Hause. Hey! Ja, sehr gut. Wenn du das zu Hause machst, der überlegt ja jetzt die ganze Zeit, wie er an den Keks kommt. Ich würde das ganz häufig machen, in kurzen Intervallen. Besser dreimal, was du möchtest, die Foto ist dran. Ich habe 20 Mal überlegt und ich weiß, was er macht. Mach das Problem mit dem Jack. Und das gebe ich dir, das kannst du jetzt auch noch selber üben. Genau, du kannst natürlich auch, wenn sofort die Foto dran ist, gibt es einen Jackpot, du musst auch noch einen Marker und dann gibt es das. Je hochwertiger du das belohnst und je mehr Belohnung das für dein Kind ist, desto schneller kommt der an das Ziel, was du möchtest. Ich werde das davon nochmal machen und ich gucke hier vorne mal mit dem Jack. Ich halte ihn einmal kurz, wenn du es vorbereitest. Ja? Was für dich okay wäre, was er macht? Okay. Nase vielleicht, dass er Platz macht. Okay, also einmal mit der Nase anstupsen, habe ich gesagt. Das kennt ihr zwar auch. Okay. Auch bei unserer Foto bin ich gerade bei. Dann können wir das mal verwechseln. Okay, mach nochmal. Natürlich, wenn du das zu Hause machst und der Hund checkt, was er versteht, was er tun soll, anfangen, das ein bisschen schwieriger zu verstecken, für dich auch, fürs Geocachen. Ne? Also du kannst es irgendwie zwischen hier vorne ein paar Baumstämme irgendwie tun, dass es schwieriger wird. Aber tu mir einen Gefallen, guck mal, du versteckst den Keks, ne? Und wenn du merkst, dein Hund kommt, dann knallst du das so nach unten. Wenn er den Keks kriegt, ist es nicht so schlimm, als wenn er jetzt Angst vor dem Bottich kriegt, wenn du ihm das irgendwie vor die Schnauze haust. Ne? Warte mal, jetzt hast du schon, ich habe schon das Gefühl, dass er eine Idee hat, worum es geht. Zöger mal das mit der Pfote ein bisschen raus. Vielleicht kratzt er noch ein bisschen offensiver daran, dass es für dich einfacher wird. Dass es nicht nur ein einfaches Kratzen wird, sondern warte mal einen kleinen Moment, ob er vielleicht noch... Ja, genau, sehr gut. Also, dass er nicht nur einmal schreit, zweimal. Das ist langsam, aggressiver, in Anführungsstrichen, er das Zeichen ein bisschen weiter herausformen. Nein. Prima. Nein. Oh, gut. Prima. Gut macht er das. Sehr gut. Wenn er es jetzt gleich nochmal macht, würde ich einen Jackpot geben und aufhören. Er macht das so super. Das ist nicht mehr. Wo ist es? Schon wieder weg? Wo ist es? Genau.
so schön. Sehr gut macht er das. Du wirst bald hier der Kästen-Top-Profi. Ja. Ich glaube, du musst nochmal gefilmt werden. Genau. Und Silvana möchte nichts mit der Pfote haben, weil sie gerade einen Pfotenpatsch aufbaut. Sie wollte das mit der Nase. Ja, haben. Weißt du, wurde ja immer auf das. Er wollte, dass er das so stupst und schiebt. Mhm. Nicht, dass er das verwechselt. Okay. Mach nochmal und dann hören wir auch auf. Mach das mal mit in diese Richtung, den Topf. Okay. Nee, nicht danke. Platz. Sehr gut. Platz. Wollt ihr die mitnehmen zu Hause zum Üben? Gerne. Okay. Jack macht jetzt alles, Hauptsache es gibt Platz. Ja! Okay. Jetzt bist du mal mit dem Arsch runtergeblieben.